Wir bauen unsere kleine Industrie auf. Steuern und Sold werden gezahlt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Und Ausbau. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ausbau vollbracht. Wisst ihr was? Ihr geht an die Mine, ihr baut die Mine und ihr baut den Bauernhof schon mal. Ist gut. Das Wohnhaus kann direkt ausgebaut werden. Das ist mal richtig hart effizient. Und direkt zur Mine machen. Zum Bergwerk. Damit das alles schön schnell geht. Fertig. Ja, ja. Alles klar, ihr könnt hier direkt anfangen. Hier kommt eine Mine hin. Denn sein muss. Den Bauernhof setzen wir direkt hier hin. Und das Wohnhaus kommt dann dorthin. Kein Problem. Das Gebäude ist ausgebaut. So, seid unbesorgt. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Die kaum was abbekommen hat. Dort oben im Baum. Im Gegensatz zur Armee 1, die hat ein bisschen gelitten. Das Gebäude ist ausgebaut. So. Ich könnte schwören, Armee ich habe gerade eine Elfe wieder gesehen. Halbwegs vollständig. Dort oben im Baum. Halbwegs aber auch nur. Können wir mal kurz die Garnison ausbauen. Fertig. Ja, ist gut. Aber gern. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. So. Und er... Schnauze. Nur durch das Sammeln von Ressourcen erhaltet ihr das für eine Siedlung nötige Material. Sichert euch also früh die begehrten Schächte. Wie ihr wünscht. So, wir haben 3 Trupps Schwertkämpfer. Wir isolieren mal ganz kurz diese kleine Gruppe. Das kann ich. Ausbau vollbracht. Ihr seid jetzt Armee 4. Und holt euch die restlichen Söldner, würde ich sagen. Sicher. Wie ihr wünscht. Ausbau vollbracht. Nichts mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Kann direkt ausgebaut werden. Gruppe 8. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und er... Das war nicht besonders förderlich. Ist irgendwie zum Abbauen von Schiffelstrecken. Ja. Hier, Holz. Holz ist immer nötig. Gesein. Nun denn... Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Was machen wir jetzt mit euch sofort hier? Das Gebäude ist ausgebaut. In Ordnung. Ich würde sagen, wir rekrutieren nochmal 3 Trupps Schwertkämpfer. 2 Trupps Schützen. Das wird direkt ausgebaut hier. Also wird direkt weiterentwickelt. Ausbau abgeschlossen. Und ihr seid alle zusammen Armee 1. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ausbau hier wird dann direkt der Dreischusskämpfer erforscht. Und wir bauen uns eine kleinere Armee auf. An der Schmiede erforschen wir dann erstmal das Eisengießen. Und wir bauen uns mehr Kanonen. Des Weiteren hätte ich gerne einen Stall irgendwo. So, mit 2 können wir trotzdem schon mal mit den Kanonen zusammen auf Wanderschaft schicken. Und mit Armee 4. Sofort. Ah ne, wir wollten uns noch die restlichen Söldner... Ach, die behalten die Söldner als Reserve. Das ist die Leibgarde hier, so.
Eine neue Technologie ist erforscht. Eisen ist wunderbar, dann weiches Leder. Langbögen. Ach ja, erforschen wir gerade schon. So, schon in Stellung wie gehen hier. Wünscht. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. So. Kurz warten, dann können wir direkt gleich die Langschwertkämpfer machen. Geschafft. Ausbau vollbracht. Dem folgen dann direkt die Bastardschwertkämpfer und die Arbalesten schützen. Befiederung. Ausbauen. Geschafft. Es ist Zahltag. Pferdezucht. Und dann haben wo wir den ist alten Platz für einen Stall. Und der Dach, Chef. Vielleicht gleich. So, dann das direkt mal vorwärts. Eine neue Technologie. Wir stampfen kurz mal die Siedlung hier im Osten ein. Und Versteck ist Leder. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja. Ja. Wir tanzen einfach mit der Riesenarmee. Halt, die Kanonen werden wir, dann werden wir noch eine Zusatzkanone brauchen. Armbrustschützen, direkt die Arbaleste. Oh, da sind wir schon pleite. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Das ist natürlich blöd. Dann verzichten wir erstmal auf die Arbalestenschützen. Eine neue Technologie ist erforscht. Um die Langschwertkämpfer aufbringen zu können. Ich mach das schon. Und wir sind pleite. Wird gemacht. Forschung abgeschlossen. Wir sind sowas von pleite. Ey, wo bleibst du denn hier? Und wo bleibt die dritte Kanone? Ach ja, braucht 2000 Jahre. Zahltag. Schaut in die Ferne. Kundschafter gehen wir ja. Da in Stellung. Armee 2. Ja. Warum können nicht Formationen wechseln? Die können nicht in Formationen gehen. Unsere Truppen können keine Formationen einnehmen. Ja. Wie ihr befehlt. Warum? Ist das, weil wir irgendwie Truppen haben, die keine Formationen können oder sowas? Ich zeige euch den Weg. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Attacke! Macht sie nieder! Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Wir kümmern uns darum. Jetzt so, könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Die bilden auch so schon eine Linie. Ich wollte eigentlich so schon in Linienformationen setzen, damit das irgendwie auch im Kampf ästhetischer aussieht, aber Attacke. Dann halt nicht. Sieht durch mein Fernglas. Ergreift sie. Wie ihr befehlt. Sofort. Lehrt sie das Fürchten. Ja, Herr. Da kommt man rein, ja, gut. Das ist, was ich wissen wollte. Das ist wichtig für die Pläne, die ich gerade habe. Bark! Ich brauche Blindenhunde! Hilfe, macht die Schafe weg! Freunde! Ergreift sie!
Es so ist macht er immer alles weg. Das kann ich. Jawohl. Lehrt sie das Fürchten. Sicher. Attacke! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ergreift sie! Huch, die Kanonen schießen auf die Schafe. Ja, mein Herr. Auf in den Kampf! Wo bleiben die Blindenhunde? Blindenhunde! Ich sagte, ihr solltet die Schafe angreifen. So. Nach brennende Ufer habe ich genug von Schafen. Verreckt! Angriff! So. Okay, die sind platt. So soll es sein. Steht hier wirklich gar nichts mehr? Sofort. Da steht noch der Bauernhof. Attacke! Ja! Ja! So, hier steht auch gar nichts mehr, ganz sicher. So, dann können wir den Kundschaft mal kurz hier vorbeischicken. Alles erkunden und dann ziehen wir uns schon wieder zurück. In Ordnung. Ja, in Ordnung. Ein Arbeiter. Was? In großer Gefahr. Blindenhunde. Armee 1. Die haben einen. Wo? Wir erledigen das. Ja. Macht sie nieder. So, wir brauchen mal kurz zwei neue Arbeiter. Einer wird doch sterben. Natürlich. Mindestens. Schaut in die Ferne. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Ja, da wird sich Nachtschicht drum kümmern. Schaut in die Ferne. Mit Vergnügen. Aber sicher doch. Wenn die Hunde rumrennen könnten. Jawohl. Okay, wir brauchen noch einen dritten. Ja. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich wollte zurück zur Kaserne gehen und euch da auffüllen lassen. Ich zeige euch den Weg. Sieht durch mein Fernglas. Sieht durch mein Fernglas. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Diese Pöbel können wir eigentlich stehen lassen. Hatte kurz überlegt, ob wir das da hinrennen sollten, um die da... Sieht durch mein Fernglas. ...wegzureißen, aber... warum auch? Jawohl. Alles klar. Armee 2. Bitte einmal zurück zur Basis gehen. Kanonen. Ihr seid Armee 3. Armee 3, bitte zurück zur Basis gehen. Armee 4, bitte auch. Wie ihr wollt. Und Armee 1 geht ihr gerade ohnehin zurück zu ihrer Basis. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Wie ihr befehlt. So, jetzt wo die Armee wieder aufgefüllt ist. Bastardschwertkämpfer. Aber letzten Schützen.
Armee ja, ist bereit. Dafür sind wir genau die Richtigen. Jawohl. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Du gehörst noch hierzu. Ja. Ihr seid alle Gruppe 8. Und ihr hackt Holz. Jupp. Gruppe 0 und Gruppe 9 können ja mal kurz hier hingehen. Ja. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und er... Dachchef. Ja, ja. Wir setzen uns da mal so eine kleine Kathedrale hin. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ja, ist gut. So, dann können wir die Leute wieder ein bisschen auspressen. Und ich denke, das Geld können wir gebrauchen. Wo wir schon Steinmetze haben. Maurerhandwerk. Einfach nur, weil wir es können. Auch wenn wir es nie brauchen werden. Seht durch mein Fernglas. Denn ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch angegriffen werden, ist recht gering. Ich zeige euch den Weg. Schaut in die Ferne. Schaut in die Ferne. Ich zeige euch den Weg. Geschafft. Heureka! So, weiter. Kommt der Kundschafter hier erstmal nicht? Ja. Armee 1 ist bereit. Ach, Armee 1 steht schon hier. Gut, dann Armee 1. Dafür sind zwei, wir genau die Richtigen. Eure Gelehrten vier. Haben eine neue Technologie erforscht. Die können wir direkt losschicken, damit die hier gleich jemand diesen kleinen Posten hier, diese kleine Siedlung hier einfach ausradieren. So, hier. Jawohl. Unsere übermäßig große Armee. Einen Stall können wir, glaube ich, hier hinsetzen, oder? Nein, können wir nicht. Kommt ja nicht auf die Wo Idee, passt denn so ein Stall ganz schieben, gut wenn hin? Das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung und habe Holz gefällt. Hier irgendwo, wenn wir Platz geschafft haben, da kommt der Stall dann hin. Dann füllt sich nur eine Reiterarmee und dann rasen wir durch die gegnerische Stadt durch. Ja, wir kümmern uns darum. Sofort. Sofort. Euer Wunsch ist mir Befehl. Seid unbesorgt. Ja! Kanonen hierhin, Schützen dahin. Wir erledigen das. Sobald der Kundschafter da ist, können wir dann den Kampf eröffnen. Wir können andererseits auch schon jetzt eröffnen. Einfach alle drauf da. Ergreift sie. Ihr werdet angegriffen. Bis in den Tod. Seid unbesorgt. So. Wo sind die Kanonen? Sie sind so langsam. Haben wir etwa kein verbessertes Fahrgestell? Meteorologie, wir bauen uns eine Wettermaschine. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Da Holz gefällt. Ja! Ja, mein Herr. Ich tue mein Bestes. So, eskaliert ja einfach mal ganz kurz als Grund ja, um Boden. In Ordnung. Fertig, Meister. Brennt das Dorf nieder. Wir wollen doch mal sehen, ob die Ratten nicht da rauskommen, um sich mir zu stellen. Die Stadt ist
Einer unserer Spione berichtet, dass der Schließmechanismus der südlichen Zugbrücke relativ ungeschützt ist. Jemand müsste die Stadt infiltrieren, um ihn zu zerstören. Ich frage mich, ob wir nicht einen unserer Diebe als Händler verkleiden könnten. Aber was sollte er transportieren, damit der Sprengstoff keine Aufsehen erregt? Wie wär's mit dem Schießpulver von dem komischen blinden Mann? Die eskalieren ja einmal durch. Es steht gar nichts mehr, wenn wir fertig sind. Lehrt sie das Fürchten! Hier steht gar nichts mehr. Wir werden siegen. Auftrag: Infiltration. Der Schließmechanismus der südlichen Brücke wird von einem der Nähe befindlichen Turm gestört. Infiltriert die Stadt und sprengt den Turm. Die Brücke wird gesenkt, sobald der Turm zerstört ist. Nachdem ihr in die Stadt gelangt seid, ist es leicht, euer Ziel zu erreichen. Zerstört alle Militärgebäude, dann wird die Stadt kapitulieren. Wir erledigen das. Wir kümmern uns darum. Ja, Kundschafter, du kannst jetzt hier mal ein bisschen gucken. Ja. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... da kommen 6 ran, 4 müssen noch drauf. 4 kommen noch dazu. Das heißt, wir werden noch einen zweiten Bauernhof am besten brauchen. Dann setzen wir uns hier noch eine Wettermaschine hin, würde ich sagen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Zweiter Bauen. Ach, scheiß auf die Wettermaschine. Zweiter Bauen, noch einfach dahin, so.